Dass Joachim Jambi bei Let's Dance nicht mit seiner Meinung hinterm Berg hält, ist nicht neu. In Show 8 bekamen aber ausnahmsweise mal nicht die Tanzduos ihr Fett weg. Let's Dance? Joachim Jambi übt Kritik an Christian Polans Sharon Battiste. Er spaltet die Gemüter der Let's Dance-Fans. Und das schon seit Jahren. Seit 2006 gehört Joachim Jambi, 58, fest zur Jury der beliebten RTL-Tanzshow dazu und gilt seit jeher als besonders streng und gefürchtet bei den Kandidaten. Während viele Zuschauer genau das an dem 58-Jährigen lieben und ihn für seine ehrliche, aber stets professionelle Beurteilung feiern, muss sich Jambi von anderen Zuschauern jährlich Kritik gefallen lassen. Auch viele Promis rechneten bereits mit Jambi ab, so warf Schlagerstar Kerstin Ott, 41, ihm vor einigen Jahren sogar Mobbing vor. Zuletzt erhob Cora Schumacher, 46, öffentlich schwere Vorwürfe gegen das Let's Dance-Urgestein. Auch Fans sind sauer über Songauswahl. Auch in diesem Jahr hält Joachim Jambi mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, wie so einige Let's Dance-Duos bereits zu spüren kamen. So erhielten Krysenfi Kawasi, 34, und Fadim Gabusov, 35, für ihren Cha-Cha-Cha vor einigen Wochen gerade mal einen mickrigen Punkt von dem gnadenlosen Juror. Und auch in Show 8 hatte der Tanzprofi wieder eine Menge zu meckern, dieses Mal traf es allerdings auch die Produktionsmitarbeiter. Der Grund? Christian Polans, 44, und Sharon Battiste, 31, hatten einen Wiener Walzer zu Litzos Cas I Love You performen müssen, und weder Performance noch Songauswahl kamen bei Joachim Jambi an. Mir war's zu wenig Wiener Walzer. Der Freestyle war gut, der Walzer nicht. Die Linksdrehungen passten nicht, die Fußarbeit auch nicht, dann ist der Popo hinten rausgekommen, kritisierte er Sharon und Christian. Zur Songauswahl, bei denen die Tanzduos bekanntermaßen kein Mitspracherecht haben, drohte er humorvoll. Es werden Köpfe rollen bei RTL. Mit seiner Meinung war Jambi da aber tatsächlich nicht alleine. Denn auch die meisten Let's Dance-Fans fanden die Liedwahl absolut unpassend. Wie Kommentare wie wirklich sehr unpassende Songauswahl. Ich fand das Lied leider sehr unpassend oder die Songauswahl war eine Katastrophe zeigen. Ein User zeigte sich ebenfalls wütend über die Songauswahl und die daraus resultierende Bewertung für Christian Polans und Sharon Battiste. Punkt, Punkt. Da bekommt man ein total untypisches Wiener Walzerlied, interpretiert und präsentiert es so unglaublich und dann so eine ungerechte Bewertung, unfassbar. Wenn die Jury einen klassischen Wiener Walzer sehen will, dann soll der Sender doch mal ein passendes Lied wählen. Bleibt zu hoffen, dass die Let's Dance Duos in Show 9, 29. April, mehr Glück mit den Liedern haben.